Einen schönen guten Morgen, liebe Netzwerkmitglieder. Wieder mal ein spannender Start in unser Webinar, unser heutiges Webinar zum Thema interne und externe Krisenkommunikation für familienbewusste Unternehmen. Ein spannendes Thema, was auch in der heutigen Zeit besonders wichtig ist, wie wir auch gleich nochmal erfahren werden. Nochmal ein Hinweis an Sie. Nutzen Sie, wenn möglich, die aktuellste Version Ihres Browsers, Mozilla, Firefox oder Google Chrome. Dann ist es einfach gewährleisteter, dass das auch eher funktioniert. Das Webinar wird aber dennoch auch aufgezeichnet und in unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Das heißt, falls Sie nichts hören sollten oder unterbrochen werden, haben Sie im Nachgang nochmal die Möglichkeit, wir schicken Ihnen das in einigen Tagen zu, sich das in Ruhe nochmal alles anzuhören. Wir werden auch Ihre Fragen, die Sie auch in den Chat stellen können, im Sammeln und die wir aus Zeitgründen vielleicht nicht beantworten können, im Nachgang nochmal versuchen, dass wir Ihnen da auch gute Informationen noch mit an die Hand geben. Also schreiben Sie ruhig Ihre Fragen in den Chat. Wir gehen da so gut es geht drauf ein. So, Sie kennen ja mittlerweile schon fast alle unser tolles neues Webinarangebot. Und wenn Sie da auch weiter dran teilhaben möchten und noch nicht Mitglied im Netzwerk sind, das stelle ich auch gleich nochmal vor, unser Netzwerk, dann werden Sie Mitglied und verpassen dadurch auch nichts mehr. Jetzt möchte ich Ihnen gerne unser heutiges Webinar-Team vorstellen. Unsere Referentin, Frau Dr. Simone Borell, die Gott sei Dank jetzt auch hörbar ist, ist heute bei uns und teilt mit uns ihr Wissen zum Thema Krisenkommunikation. Ich stelle sie gleich nochmal ein bisschen ausführlicher vor. Dann jetzt in der Mitte, die meisten von Ihnen kennen mich ja schon, Katharina Kirschbaum. Ich bin Projektreferentin im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie und heute Ihre Moderatorin. Und rechts im Bild sehen Sie meinen lieben Kollegen Erik Bodenstein, der Sie technisch betreut. Wenn Sie Fragen haben, technischer Art, schreiben Sie die in den Chat. Erik Bodenstein kümmert sich und er stellt auch immer dankenswerterweise die Aufzeichnungen bei uns in den YouTube-Kanal. Also danke, Erik, für deine Unterstützung heute. Ja, Frau Dr. Simone Borell ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin der LUB GmbH. LUB steht für Linguistische Unternehmensberatung. Die Unternehmensberatung hat sich auf innovative KI-gestützte Beratungsansätze in den Bereichen HR und Gender, CSR und Nachhaltigkeit sowie Mensch-Maschine-Kommunikation spezialisiert. Ja, Frau Borell ist für ihre Forschung und Praxisarbeit mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem vom Karriereportal Academics als eine der Top 10 Wissenschaftlerinnen 2017. Und ja, sie ist Fachbuchautorin bei Springer Gabler, hat jetzt gerade erst ihr weiteres Werk Female Leadership, Frauen in Führungspositionen in der digitalen Arbeitswelt 4.0 rausgegeben, aber auch eben, und deswegen ist sie halt für uns heute auch perfekt als Referentin, das Krisenhandbuch zur Krisenkommunikation, und daraus wird sie uns einiges heute präsentieren. Frau Borell ist Mitglied im Wirtschaftsrat Deutschland und bei den Spitzenfrauen Baden-Württemberg und Mentorin für die Universitäten Mannheim, Mainz und Konstanz. Wir freuen uns, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, Frau Borell, aber genau, gleich kommen Sie zu Wort. Ich möchte noch kurz unseren Teilnehmenden das Netzwerk vorstellen. Die meisten von Ihnen sind ja bereits Mitglied und wir sind ja die größte Wissens- und Austauschplattform zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, haben im Fokus kleine und mittlere Unternehmen, verzeichnen 7.604 Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist und bleibt kostenfrei für Sie und Sie können sich online registrieren unter dieser Adresse. Das Projekt ist gefördert vom Bundesfamilienministerium und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und wir haben auch für Sie in der jetzigen Zeit einige Tipps zusammengestellt und auch gute Praxisbeispiele, wie Unternehmen auch jetzt mit dieser besonderen Situation umgehen. Schauen Sie mal rein, lassen Sie sich inspirieren, vielleicht finden Sie noch wertvolle Impulse. Wir sind auf allen gängigen Social-Media-Kanälen stark unterwegs. Auch hier
lohnt sich ein Blick reinzuschauen, auch insbesondere in den YouTube-Kanal. Da finden Sie auch die Aufzeichnungen der vergangenen Webinare zum mobilen Arbeiten und so weiter und so fort. Das Institut für Beschäftigung und Employability hat jetzt im April ihre Forschungsergebnisse herausgegeben und hat eben gefragt, die Personalerinnen und Personaler nach ihrer Einschätzung, wie relevant finden sie denn folgende Maßnahmen? Und sie sehen, die allermeisten der befragten Unternehmen haben gesagt, also das Thema virtuelle Kommunikationsplattform ist jetzt in dieser Corona-Zeit das A und O. Das heißt, das Thema Kommunikation hat enorm an Bedeutung gewonnen. Und wir werden auch gleich nochmal erfahren, wieso. Sie haben uns, beziehungsweise wir haben Sie vor 2-3 Wochen gefragt. Sie haben da wirklich... Da nochmal großes Dankeschön. Knapp 270 unserer Netzwerkmitglieder haben uns Fragen beantwortet, damit wir auch einfach nochmal besser verstehen, wo liegen Ihre Herausforderungen. Und Sie haben uns gesagt, das Thema Kommunikation der notwendigen Kurzarbeit ist eine große Herausforderung. Aber auch die schnelle Reaktion auf die rasant verändernden äußernden Bedingungen, das ist groß, schwierig. Aber auch, das beschäftigt Sie, haben Sie uns gesagt, das Team zu beruhigen, aber Zuversicht ausstrahlen, ein positives Betriebsklima zu begünstigen, ein offenes Ohr für die Mitarbeitenden zu haben, Ängste zu nehmen, aber auch den Austausch innerhalb der Teams sicherzustellen, ist und bleibt eine große Herausforderung, zum einen intern, aber auch die Kommunikation mit den Kunden, also extern, ist für Sie gerade nicht einfach, wie wir uns gut vorstellen können. Was Sie uns aber auch gesagt haben, die größten Learnings in der jetzigen Zeit, welche Tipps Sie, das Netzwerk lebt ja vom Austausch und auch vom Mit- und Voneinanderlernen. Sie haben uns Ihre Learnings genannt und da war auch durchgehend das Thema Kommunikation genannt worden, dass eben die Kommunikation von Geschäftsführung und Leitung zu den Mitarbeitenden das A und O in dieser Zeit ist. Ja, auch hier sagte ein Netzwerkmitglied, was das war das größte Learning, eine sehr gute Kommunikation mit den und Informationen der Beschäftigten über alle Änderungen in Krisenzeiten ist wichtiger als zuvor. Und auch immer einen Schritt vorausdenken. Ich habe Ihnen einfach ein paar Stimmen von Ihnen mitgebracht, vielleicht erkennen Sie sich wieder. Und was uns auch nochmal interessiert, wenn ich nochmal kurz zurückspringen darf, hier, liebe Teilnehmenden, wenn Sie mal auf den Pfeil gehen in Ihrer Toolbox, dass Sie mal drauf zeigen, welches ist denn so Ihre größte Herausforderung? Wo finden Sie sich in diesen Aussagen am ehesten wieder? Wenn Sie uns da, dass wir auch so ein Gefühl kriegen, ne, von Ihnen, Sie sitzen, wir sehen Sie ja nicht, wir können ja auch nicht so gut mit Ihnen kommunizieren. Das wäre super, wenn Sie uns da einfach mal einen Hinweis geben und mit Ihrer Maus auf die jeweiligen Herausforderungen zeigen. Und was ich jetzt so wahrnehme, da wird Frau Borell auch gleich nochmal drauf eingehen, es deckt sich anscheinend recht gleichmäßig auch mit Ihren Empfindungen, aber der Punkt, den Austausch innerhalb des Teams sicherzustellen, den Kontakt zum Kunden aufrechtzuerhalten, der aktuell nur am Telefon möglich ist, ist für Sie ein Thema, aber auch hier das Thema Ängste von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkennen, aufgreifen und nehmen. Und da kann ich Ihnen auch sagen, dass das ein großes Thema sein wird, jetzt gleich in dem Vortrag von Frau Borell. Danke, dass Sie uns da eine kurze Einschätzung gegeben haben, dass wir auch wissen, wo bei Ihnen besonders der Schuh drückt. Insofern möchte ich Ihnen erst nochmal danken, dass Sie uns da auch ein Gefühl für gegeben haben, wo liegen gerade die größten Herausforderungen und möchte jetzt gern überleiten an Frau Dr. Borell. Nochmal ganz herzlich willkommen hier bei uns im Webinar. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen und Ihr Wissen teilen über das Thema Krisenkommunikation. Ich übergebe das Wort an Sie, Frau Borell.
Danke, liebe Frau Kirschbaum, und auch an den Herr Bodenstein, der im Hintergrund technisch alles regelt. Ist wie immer sehr schön, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und da haben wir vorhin ja auch wieder toll auf der Meta-Ebene gezeigt, wie Krisenkommunikation funktioniert. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch in der nächsten Stunde nicht vorenthalten. Die Tipps, die ich für Sie mitgebracht habe, für familienbewusste Unternehmen aus Forschung und Praxis. Ich möchte im Webinar für Sie erstmal von der Makroebene herkommen, so nennen wir das aus der Sprachwissenschaft, also quasi der Teil, den Sie erkennen, wenn Sie insgesamt auf Kommunikation schauen. Da werde ich Ihnen bewusst machen, wie wichtig Transparenz und vor allem sofortige Kommunikation ist. Das haben Sie ja auch gerade schon angezeigt. Schnelle Reaktion wünschen wir uns immer. Das zweite, wir gehen auf die Meso-Ebene. Das ist quasi so die Ebene, die dann so ein bisschen unten drunter ist. Wie geht das denn, dass ich Vertrauen aufbaue? Weil das wird ja immer gewünscht. Wie schaffe ich das auch gleichzeitig nach innen, an mein Team, aber auch nach außen, an meine Stakeholder, Stakeholderinnen zu generieren? Und zuletzt, das werden wir uns dann im zweiten Teil des Webinars anschauen. Ich habe Ihnen einige konkrete Kommunikationshilfen mitgebracht, auch sprachliche Lifehacks und eine Studie, die wir durchgeführt haben für einen Kunden zum Thema, wie vertrauensbildende Kommunikation in Zeiten. Erwähnt, sehr viele der Inhalte, die Sie heute sehen, sind entnommen aus unserem Krisenkommunikationshandbuch. Den Link dazu finden Sie auch in der Literaturliste am Ende, und da ist auch für Sie als Zuschauende des Webinars eine kurze Möglichkeit, sich da 10 Seiten kostenlos draus zu lesen. Also nutzen Sie es, das ist mal tatsächlich in dem Fall sinnvoll, sich eine Lektüreliste am Ende anzuschauen. Genau, wir starten direkt. Merkmale von Krisen, ja, also wir haben jetzt ja die Corona-Krise gerade als Experiment in der Krisenkommunikation, die uns alle wahnsinnig beansprucht, aber wir haben natürlich auch andere Krisen gehabt, wenn wir jetzt innerhalb der Geschichte, der Wirtschaftsgeschichte zurückgehen. Wir denken an die Bankenkrise, wir denken an die Krise in Griechenland mit dem dortigen Finanzsystem. Also gewisserweise lassen sich gewisse Dinge in Krisen musterhaft zusammenfinden. Nämlich erstens, es ist eine große Angst immer vor dem Unbekannten da. Menschen haben grundsätzlich Angst von Dingen, die sie nicht kennen. Sie haben Angst, Kontrolle zu verlieren. Und daher haben wir in dieser Zeit eine sehr, sehr große Anspannungssituation. Das zweite ist, wir haben ein sehr, sehr hohes Informationsaufkommen und auch Kommunikationsnachfrage. Das haben Sie auch eben im Chat gesehen. Ne, Hilfe, oh Gott, ich höre nichts, mein Mikro geht nicht. Da explodiert quasi dann sofort die Kommunikationsflut, und das betrifft natürlich in Ihren Unternehmen, das merken Sie dann auch selbst, das betrifft alle Bereiche und eben nicht nur den Kommunikationsbereich oder den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, die sich normalerweise damit beschäftigen. Apropos, Frau Borell, könnten Sie das Mikrofon ein kleines bisschen näher an Ihren Mund führen, beziehungsweise ein Ticken lauter sprechen? Können Sie mich jetzt besser hören? Also ja, ich denke, es ist besser. Dankeschön. Okay, sehr, sehr gerne. Das war auch nochmal schöne Krisenkommunikation, die wir gemacht haben. Wir gehen auch nochmal ganz kurz auf die unterschiedlichen Phasen ein, dass Sie das vielleicht auch nochmal gehört haben. Momentan haben wir schon die akute Phase. Aber grundsätzlich in der Krisenkommunikation haben wir 4 Phasen. Das erste ist die potenzielle. Da geht es so ein bisschen los. Und die Frage ist immer, soll man da schon was sagen oder nicht? Wir werden gleich hören, Sie sollen da schon was sagen. Dann das Latente, wo es sich bereits ankündigt, aber noch schon alles vorbereitet wird quasi die Kommunikationsflut sozusagen angeteasert wird. Dann haben wir die akute Krise. Da sind wir jetzt gerade drüber. Die war im März. Das werden Sie später auch nochmal an Google-Anfragen sehen. Und dann haben wir am Ende die Postkrise. Das ist das, was alles danach kommt. Die Beschäftigung mit den Auswirkungen, die Zahlungen, die dadurch entstehen, die Folgeerscheinungen auf andere gesellschaftliche Bereiche. Und das ist quasi die Postkrise. Und alles, was vor akut kommt, das ist die Präkrisenkommunikation. Das sage ich jetzt einfach der Vollständigkeit halber dazu, dass Sie das mal gehört haben, in welchen Phasen wir sagen, dass die Kommunikation eingeteilt wird.
Und was ganz, ganz wichtig ist, das kann nicht oft genug gesagt werden, es ist wichtig, möglichst früh nochmal die Sprache einfach wiederzufinden. Denn Sprache gibt uns Sicherheit und Kontrolle über das Handeln zurück. Und es zeigen alle Erhebungen bisher, dass der Austausch über Kommunikation die Krise maßgeblich mit beeinflusst. Und ich habe Ihnen hier eine sehr schöne Studie mitgebracht. Und zwar hat der Pressesprecher schon ganz am Anfang der Krisenkommunikation zu Corona darauf hingewiesen, dass die meisten Unternehmen leider sehr wenig Anlass gesehen haben, in ihren Publikationen über den wirtschaftlichen Einfluss von Corona zu berichten. Rund ein Viertel haben das Thema im Geschäftsbericht, nur ein Fünftel in den Corporate News aufgegriffen. Lediglich 4% fühlten sich verpflichtet, eine Ad-Hoc-Meldung aufzusetzen. Und das ist sehr schade, und zwar deswegen. Die Studie, die ich mitgebracht habe, ist vom Krisennavigator. Das ist eine Ausgründung des, der Universität zu Kiel. Und die haben verschiedene Krisenszenarien untersucht, auch immer, ob das Unternehmen schuld war, ob es nicht schuld war. Im Fall von Corona können wir lange darüber diskutieren, sind die Menschen mit Schuld gewesen oder auch nicht, aber zumindest ist es jetzt erstmal keine direkte Krise, die jetzt jemand ursächlich auch so verursachen wollte. Aber trotzdem konnten diese Kollegen nachweisen, dass immer die Krisenkommunikationsstrategie, egal welche Art der Krise war, beeinflussend war. Und zwar hat es beeinflusst die Variablen Reputation, Schuldzuweisung und Wiederkaufverhalten. Sehr, sehr spannend. Das heißt also übersetzt, in jeder Krisenart führte ein demütiges Auftreten des Unternehmens mit öffentlicher Entschuldigung und angekürter Entschädigung zum geringsten Reputationsverlust. Die Option, sich zurückzuhalten und so schlechtesten ab. Und das betrifft natürlich auch den Bereich intern. Sie kennen das alle, wenn Sie das Gefühl haben, mit Ihnen wird nicht gesprochen, aber da ist was im Busch, das finden wir alle nicht gut. Und das färbt negativ auf, gerade in Familienunternehmen, indem man das Gefühl hat, familienbewussten Unternehmen. Da sollte auch das Thema Unternehmenskultur wichtig sein. Da sollte das Thema internes Zusammenhalten wichtig sein. Da fühlen sich dann die Mitarbeitenden nicht gewertschätzt. Und ich habe Ihnen auch hier drei Grafiken mitgebracht. Ich möchte nur kurz auf eine eingehen. Den Rest können Sie sich auch sehr gerne nochmal in der Dokumentation anschauen. Und zwar, man sieht hier ganz toll, bei der Höhe des Reputationsverlustes, der ist tatsächlich immer in allen Krisenarten am höchsten gewesen, das sehen Sie mit dem dunkelblauen Banner hier, wenn Zurückhaltung der Fall war, wenn einfach nichts gesagt wurde. Und wenn Entschuldigungen kamen, das sehen Sie hier an dem grauen, dann hatten wir immer den geringsten Reputationsverlust. Das heißt, es ist immer sinnvoll, möglichst früh in den Austausch zu treten, Menschen zu sagen, was gerade der Fall ist, was gerade das Problem ist, und dann auch ruhig einmal demütig sich in die Rolle auch derjenigen zu versetzen, die jetzt mit diesen Auswirkungen der Krise konfrontiert sind. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Learning dieser Studie. Jetzt haben wir bei Corona noch was weiteres, was nicht bei allen Krisen der Fall ist. Wir haben in anderen Krisen, ne, da ist dann irgendwas passiert. Beispielsweise, da ist ein Werk möglicherweise kann nicht mehr produzieren, und da müssen jetzt ganz viele Menschen entlassen werden. Da ist dann schon quasi klar, was passiert ist. Aber bei Corona haben wir das Problem, dass ja dadurch, dass das Ausmaß der Ansteckung noch teilweise noch gar nicht bekannt war, konnten wir nicht wissen, wie sich dies entwickelt. Und deswegen war Corona nochmal eine besonders starke Krisensituation, weil wir hier einen hohen Unsicherheitsgrad haben. Und hier ist gerade eben nochmal das, was ich unterstreichen muss, bei einer hohen Unsicherheit ist Transparenz das Stichwort. Das heißt, die Krisenkommunikation unbedingt schon beginnen, auch wenn Sie noch nichts Genaues wissen. Ich hoffe, das haben Sie auch entsprechend gemacht. Und da geht es eben nicht nur um die Informationen auf der sachlichen Ebene, sondern wir haben ja gesehen, was Frau Kirschbaum am Anfang eingeblendet hat. Es geht ganz viel um diese persönlichen Gefühle. Auch, dass der CEO oder die CEO mal sagt, ja, wir wissen gerade nicht, wie es wirklich weitergeht. Wir haben auch Angst, wir haben auch Unsicherheiten in uns. Und es hilft aber zu sagen, dass wir als Ansprechpartnerin da sind und dass wir natürlich sie auch entsprechend informieren. Wir werden auch gleich noch dazu ein schönes Live-Beispiel sehen, wie diese empathische CEO-Kommunikation funktionieren kann.
Und wenn Sie natürlich klären müssen, welche Informationsbedarfe geben Sie raus, da haben Sie sicherlich auch schon konkrete Guidelines. Aber grundsätzlich für alle, die sich dafür interessieren, ist das immer eine sehr schöne Überblicksregel, sich einfach hier an den klassischen W-Fragen zu generieren, einfach Informationen zu dem Wer, zu dem Wo, zu dem Wann, Wie und Warum. Und wir empfehlen immer eine Generierung von Mindestkommunikationsinhalten, das zeige ich Ihnen sofort. Und natürlich gerade bei solchen Dingen wie bei Corona unter hoher Unsicherheit tägliche Neubewertung. Dabei immer zuerst nach innen kommunizieren und danach nach außen kommunizieren. Gerade in familienorientierten Unternehmen kommt es natürlich sehr, sehr schlecht an, wenn diejenigen intern erst später davon erfahren, von einer Presse oder von einem anderen externen Stakeholder. Sie sehen hier eingeblendet zum Thema Mindestkommunikationsinhalte einfach ein Beispiel aus dem Corona-Handbuch. Was war damals im März State of the Art? Was waren die Mindestkommunikationsinhalte? Beispielsweise sowas wie Regelungen nach Rückkehr aus dem Krisengebiet. Wie gehen wir um mit privaten Reisen? Das ist jetzt eben in 2 Monaten, die jetzt vergangen sind, schon wieder ein Unterschied. Also wie gesagt, täglich neu bewerten und aufbereiten. Und als Learning, Transparenz, ganz wichtig ist die Basis hierfür, für Solidarität, für Ruhe und für Zuversicht. Das ist das, was die Mitarbeitenden am stärksten schätzen, dass sie das Gefühl haben, sie werden auf dem Laufenden gehalten und können quasi sich darauf verlassen einfach auch, dass sie nicht ausgespart werden. Wenn Sie jetzt mit fragen, okay, was mache ich denn konkret, wie kommuniziere ich? Ich habe jetzt diese W-Fragen, aber was gibt es denn hier für Instrumentenkasten? Auch wieder hier eine Übersicht vom Institut Krisennavigator, die eine Krisenpräventionsumfrage gemacht haben letztes Jahr, also schon vor Corona. Und das finde ich ganz interessant, weil wir sehen hier, dass wenn gefragt wurde, was nutzen Sie denn überhaupt, sehr, sehr viele Unternehmen sich dafür entscheiden, einen Krisenstab einzurichten. Und zwar 78% Medienbeobachtung natürlich auch. Das ist gewisserweise auch selbstverständlich. Das wird ja auch im privaten Bereich teilweise noch fortgesetzt. Ein Krisenhandbuch haben auch sehr viele und wir werden das auch gleich in der Umfrage abfragen an Sie, was Sie da nutzen. Ein alarmierenden 60%. Einen Krisenbeauftragten, also eine einzelne Person, 61%. Eine Krisenübung, das fand ich auch sehr interessant, 59%, weil das ist natürlich dann sinnvoll, wenn gewisse Krisen schon mal dagewesen sind. Und das sieht man jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, dass sich jetzt die Unternehmen auch überlegen müssen, wie bringen wir denn das Thema Pandemie oder Epidemie noch stärker in unsere Krisenübungen mit rein. Das war früher nicht so der Fokus gewesen. Einen Krisenraum speziell nennen hier 46%, einen Krisenworkshop 34%. Und Sie sehen hier noch weiter, die wenigsten nutzen eine App, 12%, was sich aber auch nach Corona absolut ändern wird. Das sehen wir jetzt schon, dass sehr, sehr viel über dieses Thema auch quasi Endverbraucher, Endverbraucherin beziehungsweise einzelner Mitarbeiter, Mitarbeiterin geht, die direkt Zugriff haben. Und am wenigsten haben gesagt, ein Schulungsfilm wird benutzt. Das war nämlich 8%. Wir möchten jetzt einfach auch gerne von Ihnen wissen, welche Instrumente, da war die Frau Kirschbaum schon schneller gewesen als ich, ich sage es aber gerne, welche Instrumente nutzen Sie denn für Ihre Krisenkommunikation? Wir haben hier jetzt nur diejenigen abgebildet, die relativ häufig genutzt wurden als Antworten. Da dürfen Sie einfach mal abstimmen. Ich sehe, da geht schon was. Und da sehen wir jetzt hier, dass sich die Medienbeobachtung, auch der Krisenstab, das Krisenhandbuch, okay, interessant, scheint sich zu decken mit den bereits aufbereiteten Ergebnissen der Kollegen, auch der Krisenbeauftragte oder die Krisenbeauftragte scheint bei Ihnen
dann der auch das Mittel der Wahl zu sein. Genauso Krisenstab und Medienbeobachtung kristallisiert sich hieraus auch bei Ihnen als Instrument der Wahl, das Sie nutzen. Wir haben leider nur 9%, die ein Krisenhandbuch haben. Muss ich natürlich immer betonen als Linguistin, wie wichtig das ist, dass man schon mal vorgefertigte Kommunikationsinhalte hat. Darauf werden wir auch nochmal im zweiten Teil des Webinars kommen. So, und jetzt beende ich die Umfrage. Vielen Dank dafür, für Ihre Abstimmung. Und würde jetzt noch kurz auf das Wie zu sprechen kommen. Also wir gehen jetzt schon in die Meso-Ebene rein, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Und wir sprechen darüber mal, wie geht das denn dann nun konkret? Wie sollte ich denn eigentlich sprechen? Grundsätzlich, die Fragen haben Sie gesehen, wer, wo, wie, wann, warum. Aber wenn Sie dann konkrete Inhalte senden, hilft es immer, sich da an dem Paul Grice zu orientieren, der als Linguist eine Konversationsmaximen-Theorie aufgestellt hat. Er geht grundsätzlich davon aus, dass Menschen sich gegenseitig nichts Böses wollen und dass sie auch kooperieren wollen. Das ist ja in Unternehmen auch der Fall, sonst müssten sie gar nicht miteinander wirtschaften, miteinander. Und sie sollten sich an 4 Endpunkten orientieren, also Information, das nennt er Maxime der Quantität, sozusagen nur so viel wie nötig. Und das hat man gerade auch in der Corona-Situation gesehen. Es werden eher Inhalte geschätzt, die nicht seitenlang sind, also keine 10 bis 20 Seiten, eine kurze Quick-Checkliste reicht, ich zeige Ihnen das auch noch. Nicht bitte nur Dinge, die auch wirklich wahr sind oder die Sie auch selbst verifiziert haben, gerade auch hier wieder schön bei Corona. Es gab viele Dinge, wo auch Falschmeldungen kursierten, da müssen Sie natürlich dann das auch leisten, dass Sie die entsprechend verifiziert haben, bevor Sie die weiter kommunizieren. Relevanz, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil grundsätzlich in Unternehmen leider das Thema Relevanz sehr häufig unterlaufen wird. Kommunizieren Sie und Inhalte nur, die relevant sind. Es nützt beispielsweise nichts, wenn Sie Krisenbeauftragte und noch x weitere Menschen, die in einer anderen Abteilung sind, in ein Meeting packen und die vielleicht nur sekundär von Dingen betroffen sind. Also wirklich nur relevante Informationen an Personen kommunizieren, die auch wirklich davon betroffen sind. Und zuletzt auch Klarheit, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Kommunikation sollte klar sein, keine zu langen Sätze, keine zu langen Fachwörter. Das können Sie den Virologinnen und Virologen überlassen, die Fachsprache der Medizin in dem Fall. Aber das sollte soweit in einer relativ verständlichen Sprache aufbereitet werden. Das hier werden wir einfach mal der Zeit geschuldet überspringen. Das können Sie gerne auch nochmal nachlesen. Da sehen Sie einfach, was aus dem Kommunikationshandbuch jetzt in Zeiten von Corona daraus resultiert. Und wir haben natürlich auch mal gefragt nach Best Practices. Wie macht man das jetzt gut? Und da hatten wir als Best Practice zum Beispiel mal eine Führungskraft oder auch einen Teammitarbeiter, der sich aus der Quarantäne in Form eines Videotagebuchs gemeldet hat und den Kontakt zum Team nicht zu verlieren. Oder auch ein Mitarbeiter im Homeoffice hat mit seiner Führungskraft besprochen, dass er eben momentan nicht so gut vorankommt, da er 3 kleine Kinder zu Hause hat und die ihn die ganze Zeit von der Arbeit in Anführungszeichen abhalten. Und die Führungskraft reagiert verständnisvoll und weist darauf hin, dass sie ihn auch nicht minutiös nachkontrollieren wird. Und dass die Führungskraft eben eher lobt, dass er so ehrlich war und dass er auch Einsatzbereitschaft gezeigt hat. Also hier gerade in diesem zweiten Beispiel sehen wir, da war ganz klar die Maxime der Qualität zu sehen, Wahrheit, es wurde kommuniziert, was wahr ist, und auch die Maxime der Relevanz. Ja, es wurde gesagt, das geht jetzt gerade aus diesen Gründen nicht, und es wurden beispielsweise keine weiteren Dinge oder Entschuldigungen vorgehalten, warum irgendwelche Dinge nicht durchgeführt werden konnten. Dieses Beispiel würde ich Ihnen gerne noch zeigen, bevor wir in die Fragerunde gehen. Und zwar habe ich Ihnen 2 Beispiele mitgebracht der Krisenkommunikation, wie es konkret aussehen kann. Da haben wir nämlich die Ansprache von Angela Merkel, die gesagt hat, dass dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dieses Beispiel ist für mich eher ein Bad Practice, weil sie ist sehr, sehr distanziert. Das heißt, da schafft sie es nicht, diese Nähe aufzubauen, die ja eigentlich gewünscht ist.
gewünscht wird und auch die Transparenz aufzubauen, die gewünscht wird. Und sie durchbricht auch in manchen Bereichen das Thema Relevanz, weil sie kommuniziert Inhalte, die nicht relevant sind für Bürger und Bürgerinnen und macht auch nicht klar, warum die entstanden sind. Sehr viel besser und auch international gelobt ist die Ansprache von Jacinda Ardern, neuseeländische Premierministerin, die, die in einer Art und Weise mit den Menschen spricht zu Corona-Zeiten, täglich in einem Facebook-Live, wie wir es bisher von Politikern oder Politikerinnen noch nicht gesehen haben. Und die Frau Kirschbaum wird das Video jetzt für uns netterweise abspielen. Evening, everyone. That I would jump online quickly and just check in with everyone, really, as we all prepare to hunker down for a few weeks. Excuse the casual attire. It's can be a messy business putting toddlers to bed, so I'm not in my work clothes, so forgive me for that. I do just want to prepare everyone that because of the lag with COVID-19, the time from someone having contact with someone who has it, catching it themselves, them being symptomatic and being tested and positive, is a number of days before all of that happens. So we won't see the positive benefits of all of the effort you're about to put in for self-isolation for a few days yet, quite a number of days, I'd say at least 10 days. So don't be disheartened. Our numbers are going to go up. And the modelling I've seen suggests that they will go up quite considerably. We'll see quite a steep rise. In fact, I'm expecting we may see several thousand cases over a period of time until we then will start to, we hope, see the effects of what we're doing with self-isolation having a positive impact. So don't be disheartened when you see that. Don't be disheartened when you see that ongoing increase because of that lag. All of the efforts that we're putting in should eventually show if we all follow the rules. Okay. Ich glaube, wir haben genug gesehen, um das auch einfach den Punkt zu machen, den ich ihr zeigen möchte, wie wichtig diese Kommunikation, diese nahe Kommunikation ist, die sie hier macht, die empathische Kommunikation, weil sie nimmt das ernst. Ja, sie sehen, wie sie immer wieder darauf eingeht, auf diese Ängste, ne? Don't be disrattled. Und sie sagt hier, sie setzt sich hin mit einem Pullover, das haben sie gesehen, und sie sagt, sie hat gerade ihre Kinder ins Bett gebracht, entschuldigt sich sogar dafür. Also sie nimmt sich hier ein als Leaderin eines Landes, trotzdem auch als Teil der betroffenen Gruppe. Und wir sehen hier überhaupt nicht diese Distanz, die aufgebaut wird, die viele andere Politiker und Politikerinnen in der Zeit oder auch CEOs aufbauen. Und deswegen ist es ein ganz tolles Beispiel dafür, wie nahe Kommunikation, empathische und auch transparente Kommunikation gehen kann. Sie sagt auch ganz klar, ne, we hope it's gonna be like that. Oder auch sie beschreibt die Dinge, die Auswirkungen, die das haben. Und das ist ein tolles Beispiel, was wir hier sehen, wie Kommunikation passieren kann. Und sie nutzt hier auch sehr, sehr viel wenig Distanzsprache, Verständnis, Mitleid wird darüber deutlich. Insgesamt fühlen sich die Neuseeländer und Neuseeländerinnen durch diese Ansprachen auch sehr, sehr gut informiert. Das heißt, das ist ein tolles Beispiel, zu sehen einfach, dass Corona tatsächlich sehr gut transportiert werden kann, wenn sich eben die ranghöchste Person dessen annimmt, dass sich diejenigen, um das wieder auf Unternehmen zu übertragen, die Mitarbeitenden gesehen und geschützt fühlen und dass natürlich, es braucht einen Krisenstab, das haben Sie auch bei sich angezeigt, aber es braucht auch eine Führungskraft, die sich nahbar zeigt, die sich verständnisvoll zeigt und die diese Maximen der Kommunikation wertschätzt, die eben auch teilnimmt an der Genesung, die Berichte über die positive Entwicklung macht, die sich mal befragt, ja, wie geht's euch denn so im Team? Das sieht man dann zum Beispiel bei Jacinda Ardern in anderen Videos, dass sie auch fragt, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch ihre Kollegen und Kolleginnen, wie es denen so geht. Sie hält Kontakt auch zu denjenigen, zu ihren Bürgern oder Bürgerinnen. Sie integriert sogar eine Live-Session, das heißt, sie können live Fragen stellen und darauf nimmt sie Bezug. Und dadurch reduziert sie einfach sehr, sehr viel Ängste und ist wirklich ein tolles Beispiel dafür, wie solche Krisenkommunikation gehen kann.
So, und jetzt sind wir von meiner Seite mit der ersten Hälfte durch und wir haben einen Raum für Ihre Fragen eingeplant. Und da wird einfach jetzt die Frau Kirschbaum nochmal auf den Fragemodus schalten, auf den Chat und genau, das übernehmen. Frau Borrell, danke bis hierhin. Richtig, Sie haben natürlich die Möglichkeit, Ihre Fragen auch in den Chat zu schreiben. Den habe ich jetzt mal etwas größer geschaltet, dass Sie ihn alle sehen. Es gibt hier schon Anmerkungen. Genau. Auch sehen Sie ja, Frau Borrell. Würde ich direkt das sagen. Ist ja, ja. Genau, würde ich direkt kommentieren. Natürlich ist Frau Ardern jünger als Angela Merkel. Das hat aber nichts damit zu tun, dass tatsächlich die Kommunikation deswegen nur am Alter hängt. Die Art zu kommunizieren ist letztlich die Art zu kommunizieren, die für Führungskräfte bisher am besten abgeschnitten hat. Das kennen wir auch mit dem klassischen Führungstheorien der transformationalen Führung, dass quasi eine Vision vorgegeben wird und auch natürlich konkret dann gewisse Schritte eingeleitet werden. Aber einfach, indem sich eine Führungskraft solidarisiert, die Ängste ernst nimmt und sich auch selbst als Teil der Betroffenen zeigt, ist sicherlich etwas, was auch eine Person im Alter von Angela Merkel machen kann. Und vielleicht haben Sie die Videos gesehen von beispielsweise Thomas Sattelberger, FDP-Politiker, der auch im Bundestag sitzt und selbst mit Corona infiziert war, selbes Alter wie Angela Merkel, der eine ganz andere Corona-Kommunikation gewählt hat. Also daher ist das für mich nichts, was mit dem Alter einhergeht. Und letztlich ist das auch einfach eine, sag ich mal, empirische Aussage darüber, was denn die bessere Wirkung hat und was letztendlich dazu führt, dass ich meine Ziele durchsetzen kann, besser auch durchsetzen kann. Und Neuseeland, natürlich auch kleiner als Deutschland, andere wirtschaftliche Aufstellungen her, hat dennoch in sehr, sehr vielen Bereichen viel besser performt als die deutsche Gesellschaft in dem Bereich. Frau Borrell, jetzt flattern hier genau. Schon die ein oder anderen Fragen rein. Ich würde Ihnen einfach mal ein paar stellvertretend für unsere lieben Teilnehmenden. Herr Göken fragt, ob Sie einen super Tipp hätten, wie man in Handwerksunternehmen kommunizieren kann. Und ich schließe noch die Frage von Andreas Seltmann an, dass ja eben Führungskräfte eine große Rolle spielen. Und wie kann man sicherstellen, dass auch Führungskräfte sicherer werden in der Kommunikation zu ihren Mitarbeitenden. Also allgemein, wie Führungskräfte sollten nicht vergessen, dass sie einfach Menschen sind und auch überlegen, was haben sie denn jetzt gerade im Moment als dringende Informationsbedarf oder auch einfach als Ängste und diese ernst zu nehmen und in der Kommunikation auch deutlich zu machen, sich damit auch als Mensch, das ist die Frage von Frau Bergholz, sozusagen in den Vordergrund zu setzen, absolut und nicht als Vorstand. Und das würde ich auch dem Herrn Göken empfehlen, bei einem Handwerksunternehmen, auch hier die Person, die entsprechend die Führungsrolle innehat, sich als Menschen in den Vordergrund stellen und auch teilweise selbst berichten. Man nennt das den sogenannten Mauerschau, dass man einfach als Führungskraft in seiner Rolle auch ein wenig zurücktritt und auch selbst eine Schau auf die eigenen Gefühle gibt, dass man auch selbst verunsichert, dass man selbst auch Angst hat, dass man aber gleichzeitig motiviert und dass man zur Stelle steht, dass das ist an alle, also das kommt in jeder Krise einfach sehr, sehr gut an, indem sich Führungskräfte menschlich zeigen, verletzlich zeigen und einfach nahbar zeigen. Jetzt sehe ich gerade noch die Fragen hier. Die Kommunikation hängt immer natürlich von den Menschen ab, mit denen Sie in einem Unternehmen kommunizieren. Ja, aber letztlich haben alle Menschen in den Krisen letztlich also ähnliche Wünsche. Sie wollen einfach informiert werden und sie wollen, dass es möglichst schnell wieder alles normal wird. Und deswegen, ich zeige Ihnen auch gleich noch ein paar konkrete sprachliche Beispiele. Ja, genau. Hier Herr Göken und Frau Maliki haben die gleiche Frage. Was können denn Führungskräfte in Richtung Krisenkommunikation machen, wenn die Mitarbeitenden sich nicht an die Vorschriften, an die Corona-Vorschriften halten? Ja,
spannende Frage. Also da hatten wir jetzt auch einige Fälle, wo das berichtet wurde. Natürlich ist es da nochmal ganz wichtig, dann auch das Gespräch zu suchen, warum es gerade eben, warum das nicht gemacht wird, warum die sich nicht halten und auch nochmal auf die Vorbildfunktion, natürlich auch auf die gesellschaftliche Verantwortung zu verweisen, die die Mitarbeitenden ja im Team haben. Und wenn es tatsächlich entsprechend eine Gefahr ist, natürlich auch die Mitarbeitenden dann auch entsprechend in möglicherweise auch von anderen Bereichen ausschließen, dass sie natürlich dann auch sagen, wenn sie sich nicht daran halten, kann möglicherweise auch einfach keine Teilnahme oder auch kein direkter Kontakt im Office stattfinden. Dann müssen diese Personen dann eben vielleicht im Homeoffice bleiben und sich dann eben nicht sozusagen für die anderen die Ansteckungsgefahr erhöhen. Also natürlich, raten Sie auch dann zur Not zu einer Eskalation auch, um genau, Schutz, also Arbeitsschutz und so weiter absolut, zu gewährleisten. Genau, absolut. Und auch hier eine Eskalation kann auch sprachlich sensibel aussehen, dass man darauf eingeht, wie wichtig der Schutz ist des Unternehmens. Gerade auch in familienbewussten Unternehmen kann man darauf natürlich verweisen, auch auf die Unternehmenskultur, dass man sich hier auf einen gewissen Umgang miteinander auch committed hat, dass wir quasi als Gruppe auch zusammenhalten. Und wenn eine Person eben diese Regeln jetzt gerade nicht anerkennen möchte, dass sie dann jetzt gerade diese Gruppe eben in dieser Form mit diesen Regeln dann nicht betreten kann, sondern dass sie sich dann eben in dieser Zeit bitte zu Hause aufhält und Homeoffice macht. Und dass es natürlich aber nicht der Sinn ist, dann auch diese Regeln auch auf die anderen zu übertragen, dass die dann vielleicht auch noch auf die Idee kommen, die Regeln zu befolgen. Also das auf jeden Fall klar machen. Mit Blick auf die Zeit sehen wir jetzt noch die beiden Fragen, nämlich die eine Frage ist, ob eine direkte Kommunikation wichtig ist, also live, oder ob auch schriftlich reicht. Und die nächste Frage, die sich da eigentlich auch anschließt, wie oft sollte das denn vorkommen, fragt Frau Meier, damit sich auch die Eltern nicht kontrolliert fühlen, und was ist denn dabei irgendwie eine nette Geste? Genau, also ich würde eine Kombination empfehlen aus einer Live-Ansprache und einem E-Mail-Verteiler möglicherweise oder auch einer E-Mail-Kommunikation. Einfach, dass man diese Kombination hat von visueller Art und auch nochmal von schriftlicher Art. Das ist eine doppelte Codierung, aber wirklich ohne eine Person zu sehen, ohne Live-Ansprache, ist das schwierig. Deswegen ist das immer gut, auch wenn Sie die Live-Ansprache aufnehmen oder auch vielleicht jetzt einfach nur über auch unkonventionellere Methoden. Das sehen wir auch immer mehr, dass jetzt einfach mal ein Teams aufgenommen wird oder ein Skype-Call oder man macht eine kurze Aufnahme mit der Webcam zu Hause. Das hilft schon sehr. Absolut. Die anderen Fragen würde ich einfach gerne, sehr, sehr gerne beantworten im Nachgang mit Blick auf die Zeit. Genau, haben wir noch einiges, noch einiges zu tun. Und was ich Ihnen jetzt, was ich Ihnen noch zeige, das sind ja auch jetzt tatsächlich Best Practices, die auch vielleicht manche Fragen beantworten, beziehungsweise auch Bad Practices, wie es nicht sein sollte. Also wir hatten einen schönen Fall, der zu beobachten war, dass zum Beispiel Videobotschaften auch in Kommunen sehr gut ankommen. Da hat sich ein Bürgermeister bedankt für den Einsatz auch seiner Mitarbeiter und seiner Mitarbeiterinnen für den Einsatz. Und eben als Bad Practice, das ist vielleicht auch für diejenigen interessant, die sagen, was macht man, wenn man sich eben Leute hat im Team, die sich nicht daran halten. Da hatten wir den Fall in einem Supermarkt, dass sich eben die Inhaberin stark darüber sorgt, dass die Homeoffice-Möglichkeiten schlecht für das Geschäft seien. Und sie hat täglich die Mitarbeiterin damit belastet und negative Stimmung verbreitet. Das heißt, das hat zu sehr, sehr viel Unmut geführt, und das haben dann auch einige krank gemacht, um dieser Sache zu entgehen. Hier empfiehlt sich wirklich immer wirklich auch die direkte Ansprache nur derjenigen, die es betrifft. Das heißt, man sollte dann vielleicht auch nicht eine Mail rausschicken. Das haben wir zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche von einem Sportverein gesehen. Da wurde einem Pauschalmail rausgeschickt und gesagt, haltet euch bitte an die Änderungen. Es macht keinen Sinn, sich diese Regeln zu durchbrechen. Vielleicht wirklich nur da den Adressatenkreis bewusst auswählen, diejenigen, die Regeln gebrochen haben, dass nicht die anderen das Gefühl haben, sie bekommen Rüffel, die es gar nicht betrifft.
Wir kommen zum letzten Teil unseres Webinars heute, die sprachliche Mikroebene nochmal, wie wir jetzt genau Sprache einsetzen können in der Zubereitung der Information. Und da gibt es ein schönes Zitat von Silke Hahn aus dem Buch Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Und sie betont auch nochmal, dass Krisenstresssituationen sind, in denen punktgenaue Situationsanalysen und Statements gefragt sind. Das sagte ich vorhin bereits, diese ewig langen komplizierten Erklärungsversuchen und langatmige Herleitungen sind in der Krise nicht geeignet. Da wollen die Leute klare Kommunikation, also tendenziell einfache Sprache, ohne große technische Hürden. Also kontrollieren Sie Links, kontrollieren Sie Anhänge, kontrollieren Sie das möglicherweise nicht, was im Spam-Ordner liegt, und nutzen Sie tatsächlich auch hier Möglichkeiten der einfachen Kommunikation, auch wenn es jetzt vielleicht nur die Webcam ist, mit der ein persönliches Statement aufgenommen wurde, ist immer noch besser als gar keins. Die Dinge, die grundsätzlich genutzt werden, ja, hatten wir schon, E-Mails und so. Ich habe auch schon mit Kunden und Kundinnen gesprochen, die sogar eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet haben, in der sie dann ihre Krisenkommunikation geteilt haben. Also auch hier, da werden private Medien jetzt genutzt für Berufliches, ist in der Krise immer besser, als nicht zu kommunizieren. Sprache ist auch wieder die Frage, in welcher Fremdsprache kommuniziere ich? Da war die Frage gewesen, ne? Ich muss ja die Sprache auch sozusagen anpassen, meine Zielgruppe. Wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Unternehmen Menschen haben, die andere Sprachen sprechen, dann stellen Sie sicher, dass die Informationen auch in dieser Sprache getan werden können. Zum Beispiel hat die Stadt Mannheim, ich komme hier aus Mannheim, wir haben einen sehr, sehr großen Anteil der einer türkischen Community, deswegen werden auch alle Informationen immer in Türkisch geteilt, auch in Italienisch. Das ist auch eine große Community, die bei uns in Mannheim wohnt. Barrierefreier Zugang, gerade wenn wir sagen, wir sind familienorientierte Unternehmen, vielleicht kann jemand nicht mehr so gut lesen am PC oder auch am der Möglichkeit am Smartphone. Videos können Sie schön auch einfach nur zuhören, oder auch wenn Sie nur ein Audio einsprechen, da kann man auch einfach eine Sprachnachricht, kann man auch nutzen, die kann man dann als Audio abspielen. Also da würde ich einfach zu sehr, sehr viel Kreativität auch raten. Es ist immer besser, ein Kommunikat zu versenden, was vielleicht nicht die hundertprozentige Top-Qualität hat, die Sie sich vielleicht wünschen für Ihre sonstige Kommunikation. Aber zu warten und zu sagen, ich warte jetzt noch 3 Wochen, bis ich das in der Top-Qualität produziert habe, ist immer der falsche Weg. Dann eher das einfache Medium nutzen und Leute erreichen. Im Zweifelsfall ist das auch mal ganz erfrischend zu sehen, dass auch Führungskräfte nur Menschen sind. Genau. Wir haben ja noch Best und Backpress Practices für Sie eingebaut. Das zeige ich Ihnen aber direkt in der direkt jetzt hier im in der Grafik, einfach mit Blick auf die Zeit. Und zwar ist es extrem wichtig, auch diese komplexen Informationen auf zwei verschiedenen sprachlichen Ebenen zu kodieren. Ja, ich sagte bereits, schriftlich, auch gerne dann über Audio, dass man sieht. Wenn Sie die Möglichkeit haben, solche schönen Entscheidungsdiagramme anzubieten, das hat zum Beispiel das Bundesgesundheitsministerium hier gemacht, das kennen Sie auch alle vom Anfang der Krise, das ist immer eine Möglichkeit, dass das einfach gesehen wird und eine klare Entscheidungslogik auch folgt, dass ich mich immer fragen kann, okay, trifft das zu? Ja, was soll ich tun? Das hat sich sehr schön als sehr schön erwiesen. Und von meinem Kollegen Jochen May habe ich auch noch für Sie ein Screenshot aus der Karrierebibel reingebracht. Wenn Sie allgemeine Krisen haben auf zum Beispiel Social Media, da gibt es auch immer so Sachen, ne? Wie gehe ich um mit einem Kommentar? Und das können Sie auch mal durchexerzieren zu Hause oder vielleicht auch im Team. Wie gehe ich damit um, wenn ich eine negative Reaktion zum Beispiel bekommen habe? Dann kann ich nämlich hier ganz klar, ne, gucken, ist die Kritik berechtigt? Ja, sag, was du tun wirst, um das Problem zu lösen. Die Kritik berechtigt, wer hat kritisiert? Ist das ein frustrierter Kunde, Kundin? Ja,
ja, stimmen die Fakten oder nein, ist das ein chronischer Nörgler? Also wenn Sie in der Lage sind, wirklich Ihre Kommunikation in Krisen auf so ein Diagramm zu bekommen, ist das immer quasi die Art, die Königsdisziplin, weil diese Klarheit auch einfach hilft es in Krisensituationen, ganz viel Unsicherheit zu reduzieren, die wir ja auch einfach haben. Ich habe Ihnen auch noch einen Auszug aus dem Corona-Handbuch mitgebracht. Das ist jetzt auch nicht für uns gerade wichtig. Das können Sie sich auch gerne nochmal zusammen zu Hause oder auch im Team, im Office durchlesen. Es wird sehr, sehr viel gearbeitet in der Krisenkommunikation, auch mit sogenannten Akronymen. Das ist ein sprachlicher Kniff, den kennen Sie vielleicht alle. Man nimmt einfach die Anfangsbuchstaben, ne, in dem Fall zum Beispiel Celerity, also es soll zügig kommuniziert werden, Omnichannel, es soll auf mehreren Kanälen kommuniziert werden in der Krise und man packt daraus aus den Anfangsbuchstaben ein Wort. Für die Corona-Krise-Kommunikation haben wir jetzt da die Corona-Regel draus gemacht, aber Sie kennen das auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel die SWOT-Diagramme oder die WHOOP-Methode. Das hilft einfach unserem Gehirn, gewichtige Dinge, die wir immer bedenken sollen, einzuhalten. Also wenn Sie hier die Möglichkeit haben, auch wieder sprachliche Kreativität als Stichwort der Stunde, dann machen Sie so ein Akronym draus. Das hilft uns, einfach gewisse Kommunikations- oder auch andere Regeln einer Darstellung in sprachlicher Art und einer Darstellung, wie unser Gehirn das sehr angenehm empfindet. Diese Umfrage, die überspringen wir auch aus Zeitgründen. Und ich möchte Ihnen als Letztes eben nochmal für die Krisenkommunikation hier ans Herz legen, dass Sie unbedingt daran einfach denken. Es geht in Krisen immer um das Thema Angst. Ja, wie schaffe ich es, mit Angst umzugehen, beziehungsweise die Angst zu reduzieren und die Unsicherheit? Das ist eigentlich immer das primäre Ziel, was in einer Krisensituation angedacht werden muss. Und je nachdem, wie Sie eben ein Wort ausdrücken, führt es zu unterschiedlichen kognitiven Denkmustern und auch Verhalten von Menschen. Wir kennen vor allem drei typische Effekte in Krisen. Das ist sogenannte der Negativity-Instinkt. Das heißt, es wird sehr, sehr viel Negatives berichtet und wir konzentrieren uns dann zu stark auf das Negative. Deswegen hier der Tipp, auch positive Trends bitte aufnehmen. Wenn irgendwas gerade geschafft wurde, ein Meilenstein, oder es gab Zahlen, dass die Umsatzzahlen doch wieder gut jetzt sind, oder auch die Verkaufszahl, oder ein Mitarbeiter ist genesen, kommunizieren Sie Positives. Das zweite, der Fear-Instinkt. Wenn Sie selbst in einem Angstzustand sind, weil Sie gerade eine schlechte Nachricht gelesen haben, neigen Sie dazu, zu negativ zu kommunizieren. Das löst wieder auch Folgeeffekte aus. Deswegen keine Nachrichten schreiben, wenn Sie selbst in einer Angstsituation sind. Und das Wichtigste vor allem ist dieser Size-Instinkt. Und das hat man ganz klar gesehen, gerade am Anfang in der medialen Kommunikation, dass absolute Zahlen oder Quoten für Menschen ohne medizinischen Hintergrund extrem schwer verständlich sind. Und deswegen überschätzen Sie Ihr individuelles Risiko. Seien Sie also sehr, sehr vorsichtig mit Zahlen, diese zu kommunizieren, und rechnen Sie diese erstmal runter, beziehungsweise setzen Sie überhaupt in Kontext, wie das betrifft. Und wenn Sie das gar nicht betrifft, hier wieder die Maxime der Relevanz, kommunizieren Sie es lieber nicht. Zum Abschluss noch von mir konkrete sprachliche Tipps, welche Wortpaare Sie unbedingt vermeiden sollten in Bezug auf Corona. Alles, was Angst nochmal schürt, wenn Sie Wort haben, wo Krise drin vorkommt oder Panik, sowas Corona-Krise, Corona-Panik, Corona-Chaos, Corona-Angst oder Krankheitskrise, macht das Ganze noch einmal stärker ausspürbar, und das sollten Sie hier nicht nutzen. Auch gerade am Anfang hatten wir sehr, sehr stark diese Lokalisierung. Da wurde von Infektionshotspots, von Quarantänegebiete, von Krisenherde gesprochen, so sich, dass Menschen sich schon an gewisse Bereiche nicht mehr hingetraut haben. Also auch sowas macht es gewisserweise schneller und schwieriger. Gewisse Wörter, die eine Beschleunigung der Situation
Situation ausdrücken, sowas wie höchst dynamisch oder steigende Infektionszahlen. Das sind eben Adjektive oder in dem Fall Partizipkonstruktionen, die auch dafür sorgen, dass etwas dynamischer wird, dass es nicht so gut zu sehen ist, also eher nicht zeigen. Und zum letzten natürlich Katastrophenvokabular, wenn Sie schreiben, ne, wir sind bedroht oder wir sind im Kampf gegen Corona oder etwas wird abgeriegelt. Das sind Wörter aus der Militärsprache, die sollten Sie generell in den Unternehmen nicht verwenden, weil das hier sehr, sehr große Ängste auslöst, sehr große Furcht und gewisserweise die Krise nochmal sprachlich schürt. Also absolut davon abraten. So, und hier sehen Sie jetzt, ich muss zum Ende kommen, nochmal auf dieser Folie konkrete Beispiele, wenn Sie Kommunikationsvorlagen brauchen, wie eine Pressemitteilung aussehen könnte oder auch wie eine interne E-Mail aussieht nach dem Corona-Fall im Team. Da habe ich Ihnen die Links eingepackt am PR-Journal und aus der Gründerszene. Das können Sie gerne anklicken, können Sie als Vorlage benutzen. Ich habe das vorhin schon gesagt, es ist immer wichtig, auch eine konkrete Vorlage in der Hand zu haben. Dann geht es schneller, wenn tatsächlich mal was passiert. Nehmen Sie sich die Zeit, schreiben Sie das einmal mal vor. Gerade so eine Pressemitteilung, das sind 4, 5 Sätze. Aber wenn Sie das mal im Petto haben, haben Sie in der entsprechenden Situation die Möglichkeit. Und das gebe ich Ihnen mit für die Nachbereitung. Wir haben einfach nochmal eine Studie durchgeführt zum Thema, welche Art der Sprache ist sinnvoll in der Krise, welche ist vertrauensbildend und welche nicht. Und wir haben das ausgewertet mit unseren Tools zur Psychological Intelligence, weil alle Wörter unterschiedliche Bereiche antriggern. Genau, und da sehen Sie auch nochmal die einzelnen E-Mails, was gemacht wird, was nicht gemacht wurde, wie das abgeschnitten hat. Und da können Sie sich auch gerne mal konkret Wörter rauspicken, was denn entsprechend sinnvoll ist. Genau, ich bedanke mich dann. Sie haben gewisse Learnings heute hoffentlich mitgenommen, dass Sie transparent und sofort kommunizieren sollen, dass Sie vertrauensbildend nach außen und innen kommunizieren sollen und das fördert das Commitment in familienorientierten Unternehmen. Das ist auch für die Employer Brand absolut wichtig und ich hoffe, Sie können die sprachlichen Lifehacks anwenden. Genau, das sind nochmal weitere Veröffentlichungen, wenn Sie das mehr interessiert und für alle weiteren sprachlichen Fragen können Sie mich gerne kontaktieren. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Borell, für Ihren Input. Bitte nicht weiterklicken. Genau, jetzt bin ich wieder am Zug. Vielen Dank, dass Sie uns jetzt hier in der Kürze und ganz kompakt nochmal deutlich gemacht haben, was Sprache doch für ein mächtiges Werkzeug ist. Und auch nochmal der Hinweis, Sie alle Netzwerkmitglieder haben eine familienfreundliche Unternehmenskultur und da ist Kommunikation ein großer Baustein. Ich hoffe, Sie konnten da auch jetzt wertvolle Impulse für Ihre interne und externe Krisenkommunikation mitnehmen. Wir möchten gerne noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir noch weitere Webinare in Planung für Sie haben. Zum einen das Thema betriebliche Kinder- und Ferienbetreuung am 26. Mai. Da vielleicht noch mal ein ausdrücklicher Hinweis, dass es hier um Inhalte geht, die außerhalb von Corona-Zeiten sich beziehen. Und wir schauen auch, wie wir da den aktuellen Bezug herstellen können. Das Thema Mitarbeiterkompetenzen erfassen wird am 16. Juni Thema sein. Am 19. Juni machen wir ein digitales Freitagsfrühstück und ein Save the Date für Sie nochmal. Sie erleben alle, wie schwierig es ist, virtuell als familienbewusstes Unternehmen in dieser Zeit zu führen. Da haben wir am 30. Juni was für Sie in Planung. Das schicken wir Ihnen dann noch zur gegebenen Zeit, wenn das safe ist. Liebe Frau Borell, an dieser Stelle möchte ich Ihnen einen digitalen Blumenstrauß überreichen, mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben, mit dem Unternehmensnetzwerk. Es hat wieder großen Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Den müssen Sie auch nicht gießen. Der ist ganz kompliziert, aber ich hoffe, er gefällt Ihnen. Und um Punkt 12 sind wir jetzt somit am Ende angekommen. Und das ganze Team vom Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie wünscht Ihnen allen alles Gute.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie familienfreundlich und wir freuen uns, Sie wirklich auch wieder bei den kommenden Webinaren hier begrüßen zu dürfen. Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns, netzwerkbüro@dihk.de. Und wenn es noch Fragen gibt, Sie dürfen natürlich auch gerne jederzeit Frau Dr. Borell kontaktieren. Ich klicke noch mal kurz ihr auf Ihre Veröffentlichungen. Ich denke, Frau Borell, Sie stehen auch den Teilnehmenden noch für Fragen zur Verfügung im Nachgang. Ja, absolut. Also habe ich ja gesagt, wir konnten jetzt in der kurzen Zeit das nicht alles vermitteln, was ich Ihnen noch sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben würde, gerade auch nochmal zu diesen einzelnen Wörtern, die wir ja in dieser Nachstudie nochmal ausgewertet haben. Das ist super interessant zu sehen, dass auch echt einzelne Wörter schon einen großen Unterschied machen. Sie können mich auf allen Kanälen erreichen, googeln, da sollten Sie mich finden. Ich freue mich sehr, sehr über die Gespräche. Ja, wunderbar. Dankeschön, Frau Borell. Und bis zum nächsten Mal. Eine schöne Mittagspause. Morgen einen schönen Feiertag. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bis dahin.